willkommen bei Turbomed Live. In diesem Video präsentieren wir Ihnen alle wichtigen Neuheiten zum Quartalsupdate 3 2014. Aufgrund der umfangreichen Neuerungen sind in diesem Video hauptsächlich die wichtigsten Neuheiten zusammengefasst. Bitte beachten Sie zusätzlich die Dokumentation, das ist neu in dieser Version, da diese Dokumentation alle Neuheiten und zusätzliche Informationen zum Quartalsupdate 3 2014 beinhaltet. Die KBV hat sehr kurzfristig neue Stammdaten bereitgestellt, in denen die Abrechnung der Chronikerziffern für Haus- und Kinderärzte angepasst wurden. Die bislang geltende Regelung, dass die Ziffer 03220 bzw. 02220 nicht gemeinsam im selben Behandlungsfall mit der Ziffer 03221 bzw. 04221 abgerechnet werden darf, wurde mit Wirkung zum 01.07.2014 gekippt. Ab sofort ist es möglich, die Chronikerziffern 03220 bzw. 03221 sowie 04220 bzw. 04221 innerhalb desselben Behandlungsfalles abzurechnen. Da so kurzfristig unsererseits keine umfassenden Anpassungen am Chronikerregelwerk stattfinden konnten, wird mit dem Einspielen des Quartalsupdates 3 2014 der Grundeinstellungsschalter Karteikarte EBM-Abrechnungsregelwerk Arzt-Patienten-Kontakt aktiviert auf Nein eingestellt. Somit entfallen Fehlermeldungen bei gemeinsamer Abrechnung besagter Chronikerziffern. Da die lokalen KVen selbst noch keine neuen Stammdaten liefern konnten, werden mit dem Einspielen des Updates die Punktwerte für die hier angegebenen Ziffern aus dem bundesweit geltenden Stamm gezogen. Sollten Sie lokal abweichende Punktwerte für die Ziffern nutzen, passen Sie diese bitte manuell an. Mit dem Quartalsupdate 4 2014 werden sowohl Punktwerte als auch das Chronikerregelwerk an sich wieder vollständig ausgeliefert. Möchten Sie die Punktwerte der genannten Ziffern anpassen, rufen Sie die zu ändernde Ziffer über das Startmenü, unter Eigene Listen, Gebührenordnung, EBM 2010 auf und betätigen zum Bearbeiten die Funktionstaste F7. Über den Pfeil gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus des Punktwertes. In dem Fenster Leistungsbewertung kann nun der anzupassende Eintrag markiert und über den Button Ändern entsprechend angepasst werden. Tragen Sie im Feld Anzahl den Punktwert ein, den Sie von Ihrer KV erhalten haben, und speichern die Änderung über den Button OK. Anschließend fließt die Ziffer mit dem angepassten Punktwert in Ihre Abrechnung ein. Auf vielfachen Wunsch unserer Anwender wurde die Erstellung einer Suche über die erweiterte Suche in Turbomed vereinfacht. Hierzu stellen wir Ihnen mit dem Quartalsupdate 3 2014 den komfortablen Eingabeassistenten zur Verfügung. Die erweiterte Suche in Turbomed dient dazu, patientenbezogene Daten auf vielfältige Weise zu durchsuchen. So bietet die erweiterte Suche fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, um Patienten nach beliebigen Kriterien herauszufiltern. Über das Startmenü Untersuchen kann die erweiterte Suche wie gewohnt aufgerufen werden. Über den Button Eingabeassistent öffnet sich nun die neue Eingabemaske. Mit diesem neuen Eingabeassistenten haben Sie jetzt die Möglichkeit, selbst umfangreiche Kombinationssuchen mit einer Auswahl von beliebigen Kriterien schnell und einfach zusammenzustellen. Zuerst entscheiden Sie, ob alle Patienten mit oder ohne eine bestimmte Eigenschaft gesucht werden sollen. Je nachdem klicken Sie im Bereich Suche entweder auf den Button Suche alle mit oder Suche alle ohne. Nun öffnet sich die Ihnen bekannte Auswahlliste mit den umfangreichen Suchkriterien. Nach Auswahl und Übernahme des ersten gewünschten Suchkriteriums stehen Ihnen anschließend weitere Buttons zur Eingrenzung der Suche zur Verfügung. Schauen wir uns hierzu verschiedene Beispiele an.
Suchen Sie beispielsweise alle Patienten, bei denen die Diagnose grippaler Infekt oder Grippe eingetragen wurde, so wählen Sie über den Eingabeassistenten Suche alle mit den Diagnosen des Patienten grippaler Infekt oder mit den Diagnosen des Patienten Grippe an. Durch Auswahl über die entsprechenden Buttons wurde automatisch die richtige Verknüpfung übernommen. Anschließend kann nun im Bereich der Ausgabe über den Button Zeige von allen angegeben werden, welche Daten der Patienten nach erfolgter Suche im Ergebnis angezeigt werden sollen. Möchten Sie neben dem Patientennamen auch die Diagnosen des Patienten angezeigt bekommen, so wählen Sie hier Zeige von allen die Diagnosen. Möchten Sie, wie in diesem Beispiel, keine weiteren Ausgabemöglichkeiten übernehmen, kann abschließend Ihre Suche über den Button Suche übernehmen bestätigt werden. Mit diesem Schritt werden die Suchbegriffe und Ausgaben direkt in die bekannte, erweiterte Suche übernommen. Wie gewohnt kann nun die Suche über den Button starten oder mit der Funktionstaste F5 für einen beliebigen Zeitbereich gestartet werden. Abschließend wird Ihnen in dem Reiter Ergebnis das entsprechende Suchergebnis angezeigt. Suchen Sie, wie in diesem Beispiel, alle Patienten mit der Diagnose Hypertonie, bei denen das Medikament Adalat verordnet wurde, so wählen Sie über den Eingabeassistenten Suche alle mit den Diagnosen des Patienten Hypertonie und mit dem Medikament Adalat. Sollen nun in dem Ergebnis bei dem Patienten sowohl die Diagnosen als auch die Verordnung im Quartal angezeigt werden, so wählen Sie im Bereich der Ausgabe Zeige von allen die Diagnosen und Zeige die Verordnung im Quartal. In unserem letzten Beispiel möchten wir nach allen Chronikerpatienten suchen, bei denen die Versichertenpauschale abgerechnet wurde, jedoch die Ziffer 03230 fehlt und möchten zusätzlich die Diagnosen und Ziffern im Ergebnis angezeigt bekommen. So wählen wir über den Eingabeassistenten Suche alle mit dem Chronikerstatus Ja und mit den Ziffern des Patienten 03001 bis 03005 und ohne Ziffern des Patienten 03230. Abschließend wählen wir im Bereich der Ausgabe Zeige von allen die Diagnosen und zeige die Ziffern im Zeitbereich. Die Einsatzmöglichkeiten der erweiterten Suche sind sehr vielseitig und mit Hilfe des neuen Eingabeassistenten ganz einfach und schnell umzusetzen. So kann sie auch optimal zur Abrechnungsoptimierung genutzt werden, um, wie in unserem letzten Beispiel, gegebenenfalls versäumte Ziffern herauszufiltern bzw. nachzutragen oder einfach nur zu kontrollieren. Unter TurboMed Live werden Ihnen in Kürze weitere Funktionen und Möglichkeiten der erweiterten Suche in einem separaten Video demonstriert. Mit dem Einspielen des Quartalsupdates 3/2014 besteht nun die Möglichkeit, sich die eigene Liste der Diagnosen sowie den Diagnosenstamm auch in Form einer Baumstruktur anzeigen zu lassen. Um diese neue Ansicht zu nutzen, steht Ihnen nach dem Einspielen des Updates innerhalb der eigenen Liste der Diagnosen sowie in dem Diagnosenstamm ein neuer Button zum Wechseln in die Baumstruktur zur Verfügung. Wird dieser Button per Mausklick ausgewählt, wird mit diesem Schritt in die Anzeige der Baumstruktur gewechselt und die Diagnosen ICD-10 sortiert angezeigt.
Nun können die gewünschten Diagnosen über die ICD-Sortierung sowohl per Mausklick als auch über den ICD herausgesucht und direkt beispielsweise aus dem Diagnosenstamm in die eigene Liste der Diagnosen oder aus der eigenen Liste der Diagnosen zum Patienten übernommen werden. Möchten Sie während der Vergabe einer Diagnose zwischen den beiden Ansichten wechseln, ist dies problemlos möglich, da bereits vormarkierte Diagnosen ihre Markierung behalten. Die Einstellung, ob mit der Listenansicht oder der Baumstruktur gearbeitet wird, wird benutzerbezogen gespeichert. Es bleibt jeweils die letzte Einstellung bestehen. Somit ist für jeden Benutzer gewährleistet, dass seine von ihm bevorzugte Einstellung genutzt werden kann. Mit dem Update 3/2014 erhalten jetzt BG-Patienten in der Wartezimmerliste eine entsprechende Kennzeichnung. So werden nun die BG-Patienten mit einem entsprechenden BG-Icon innerhalb der neuen Wartezimmerliste angezeigt. Laut den gesetzlichen Anforderungen der KBV gehört ab dem 1.7.2014 eine ICD-10-Angabe auf den Heilmittelverordnung Muster 13, 14 und 18 in dem dafür vorhergesehenen Feld ICD-10-Code zu den Pflichtangaben. Mit dem Einspielen des Updates 3/2014 wird daher der ICD-Code der gestellten Diagnosen übernommen. Dies gilt für die Heilmittelverordnung gemäß Heilmittelrichtlinien über die Tastenkombinationssteuerung H sowie für die direkten Formularaufrufe über das Menü Rezepte. Des Weiteren ist laut KBV-Anforderung auf den Mustern 13, 14 und 18 der therapierelevante endstellige ICD-10-Code anzugeben. Sollten Sie nicht endstellige Diagnosen gewählt haben, werden Sie über eine entsprechende Hinweismeldung darüber informiert. Mit Bestätigung über den Button OK wird die nicht endstellige Diagnose übernommen. Über den Button Abbrechen springen Sie zurück in die eigene Liste bzw. in die Diagnosenübersicht F11 des Patienten, um eine endstellige Diagnose auszuwählen. Soll der Ausdruck des Formulars ohne Änderung der Diagnose erfolgen, erscheint ein entsprechender Hinweis. Über den Button Ja wird Ihnen das Formular zur Korrektur angezeigt. Bei Anwahl des Buttons Nein wird die Heilmittelverordnung entsprechend ausgedruckt.